Noch ist es eine Debatte, die in der CDU nicht offen geführt wird. Wird die Brandmauer nach links zu halten sein? Nur wenige CDUler sind bereit, über das Dilemma zu sprechen. Mike Moring ist es. Der frühere Thüringer CDU-Chef stürzte, weil er den Dammbruch mit der AfD zuließ. Nun rührt er vor der Thüringen-Wahl am Linkstabu. Mir geht es eher um die Offenheit, dass man sagt, egal wie das ausgeht, wir sind als CDU in der Verantwortung, hinterher eine Lösung zu finden, die stabil ist und die trägt über eine ganze Wahlperiode hinweg. Und das muss man signalisieren. Und das Signal aber, wir haben überall Mauern aufgebaut und wir haben Unvereinbarkeiten definiert, dann bleibt niemand mehr übrig und dann reicht das nicht. In Thüringen könnte mit den kommenden Landtagswahlen eine Situation entstehen, in der die CDU zweitstärkste Kraft wird, in der jedoch ohne AfD oder ohne die Linke keine Regierung zustande kommt. Mit beiden Parteien aber hat sich die CDU jede Kooperation verboten. Gerade mal 5 Jahre ist das her. Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der AfD ab. Beschluss des Bundesparteitags. Und Parteichef Merz hält daran fest. Wir haben klare Beschlüsse zur AfD und zur Linkspartei. Wir kämpfen um Mehrheiten und wir kämpfen darum, diese Umfragen zu ändern. Im Thüringer Eichsfeld aber halten sie die Brandmauer nach links für weltfremd. Der Unvereinbarkeitsbeschluss ist ein Beschluss von oben. Der ist weit weg von unserer bodenständigen ländlichen Realität gefasst. Und darüber müssen jene nachdenken, die den Beschluss gefasst haben. Werner Henning plädiert angesichts der politischen Lage für Ehrlichkeit gegenüber den Wählern. Wenn man sich aber entscheiden muss zwischen rechts oder links, dann ist ein Blick nach links mir viel lieber. Es ist offensichtlich, in der Union ist etwas in Bewegung, die Beharrungskräfte aber sind stark. Es gibt einen Diskussionsprozess und ich kann nur hoffen, dass dieser bald abgeschlossen wird, und zwar mit einer klaren Haltung. Das bedeutet für mich auch mit einer klaren Abgrenzung zur Linkspartei. Wolfgang Bosbach hält, wie viele in der Partei, Profil- und SED-Vergangenheit der Linken weiter für nicht vereinbar mit der CDU. Es geht darum, ob die Linke politische Inhalte vertritt, die mit der Politik und Überzeugung der Union kompatibel sind. Nein. Und in der Linkspartei gibt es Formationen, wo der Verfassungsschutz sagt, die vertreten verfassungsfeindliche Ziele und Inhalte. Linken-Chef Martin Schirdewan aber will Geschichte und Schuld seiner Partei gerne ausblenden. Die Frage dort, die sich stellt, ist Bodo Ramelow oder Björn Höcke, also die Linke oder die AfD. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wenn Wolfgang Bosbach in der Vergangenheit festhängen möchte, dann kann er das gern tun. Aber wir richten den Blick auf die Gegenwart. Fragt man die Ostdeutschen, so findet eine Mehrheit es nicht richtig, dass die CDU eine politische Zusammenarbeit mit der Linken grundsätzlich ablehnt. Das ist so ein Stück weit das Dilemma in der Parteizentrale. Auf der einen Seite Attraktivität durch, sagen wir mal, Verantwortung für das Ganze zeigen und damit die Brandmauer aufgeben. Auf der anderen Seite die Gefahr, politisch zu sehr nach links zu rücken und damit wieder Stimmen zu verlieren. Und das nächste ungeklärte Verhältnis steht schon vor der Tür. Sarah Wagenknecht und ihr neues Bündnis. Aus dem Stand bei bundesweit 6% in den Umfragen. Bei einem Auftritt in Sachsen gibt die Parteichefin sich selbstbewusst. Wir werden nicht bereitstehen als Mehrheitsbeschaffer für ein Weiter-so. Wenn die CDU denkt, na ja gut, wenn nichts anderes da ist, dann gehen wir auf das BSW zu als Machtreserve. Also das wird nur funktionieren, wenn man dann wirklich auch mit uns gemeinsam eine andere Politik macht. Mauern einreißen oder im Osten in die Unregierbarkeit steuern. Es sind diese Fragen, denen sich die CDU stellen muss. Und zugeschaltet aus Erfurt ist mir jetzt Mario Vogt, der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der CDU in Thüringen im kommenden Wahlkampf. Schönen guten Abend, Herr Vogt. Guten Abend, Frau Banerjee. Herr Vogt, wir haben es gerade im Beitrag gesehen, wie die Stimmung ist. Brandmauer nach links, Brandmauer nach rechts. Manch einer fühlt sich da regelrecht eingemauert. Was sagen Sie denn Ihren Parteikollegen, die darum bitten, dass man eine Öffnung nach links für den Ernstfall wenigstens diskutiert? Ja, die Menschen im Land, die wünschen sich einen Politikwechsel in Thüringen und der ist mit der Linken nicht zu machen und das ist auch die große Mehrheit innerhalb der CDU und Wähler sollten immer wissen, was sie bekommen und die CDU hat eine klare Haltung. Dahinter sind ja keine politiktaktischen Spielchen, sondern es geht ja um die Frage, was unsere Grundüberzeugungen sind und da ist einfach die DNA der CDU und das, was die Linke will,
meilenweit auseinander. Weil Sie sagen, die CDU habe da eine klare Haltung. Allerdings haben wir gerade Herrn Bosbach gehört, der ja jetzt gerade viel im Osten unterwegs ist und Gespräche führt. Der sagt, die Diskussion gibt es und ihm fehlt die klare Haltung. Müssten Sie es da nicht eher halten wie der Landrat in Thüringen, der Herr Henning, den wir gerade gehört haben, und sagen, Sie machen sich ehrlich. Mit wem würden Sie im Ernstfall eher zusammenarbeiten, mit der AfD oder mit der Linken? Nein, es ist aus unterschiedlichen Gründen genau richtig zu sagen, wir machen keine Koalition mit den Linken und auch keine mit der AfD. Und die Auseinandersetzung dieses Jahres, die lautet in Thüringen wie in vielen anderen Ländern des Ostens entweder CDU oder AfD. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das begreifen. Die CDU ist das einzig demokratische Bollwerk, was eben auch verhindern kann, dass unser Land zurückfällt. Und die Linke ist kein Politikangebot. In Berlin oder das, was wir in Erfurt erleben, die Menschen haben das satt und die wollen auch ehrlicherweise keine politiktaktischen Diskussionen. Die wollen ihre Probleme gelöst wissen und das kriegen sie weder in Erfurt noch in Berlin. Ob man eine politiktaktische Diskussion will, ist die eine Frage, aber die Zahlen sprechen auch für sich. Das Bollwerk CDU, das Sie gerade nennen, hat in Thüringen momentan in den Umfragen ungefähr 20%. Das wird nicht reichen, um alleine zu regieren. Sie werden Partner brauchen und da muss man sich eben dann doch unterhalten. Wenn Sie sagen, es gibt keine Koalition mit der Linken. Würden Sie denn für eine Regierungsfähigkeit sich von der Linken tolerieren lassen? Frau Banerjee, ich kämpfe jetzt in einem Landtagswahlkampf dafür, dass wir eine funktionierende Mehrheit in der demokratischen Mitte bekommen. Und ich habe gerade in der letzten Woche eine Landratswahl gehabt, wo wir wirklich es geschafft haben, als CDU in der Höcke-Hochburg zu gewinnen. Sehr und deswegen knapp. Weiß ich, naja, ja, aber trotzdem ist es uns gelungen. Und mit ich glaube, wir der anderen Parteien. Deswegen noch einmal die Nachfrage. Hätten Sie denn im Ernstfall die Unterstützung Ihres Parteivorsitzenden Friedrich Merz für eine Tolerierung? Nein, Friedrich Merz und ich sind einer Meinung, wenn es darum geht. Wir gehen jetzt in einen Wahlkampf, wo wir als CDU, ich will das nochmal sagen, als Oppositionspartei mittlerweile 5 Prozentpunkte vor dem linken Ministerpräsidenten stehen. Und wir wollen in der Auseinandersetzung mit der AfD durch eine inhaltliche Auseinandersetzung punkten und damit eben auch noch eine stabile Mehrheit in der Mitte hinbekommen. Und ich glaube, dass das möglich ist. Ich finde nicht, dass wir jetzt schon im Februar vergeben sollten, wie die Ergebnisse im September aussehen. Sondern es lohnt sich wirklich, mit den Menschen im Gespräch zu sein. Und das zeigen doch auch die Demonstrationen auf der Straße. Es bewegt sich was in Deutschland und die CDU kann, wenn sie es solide vorträgt und sich nicht in diesen politiktaktischen Spielchen ergeht, tatsächlich gewinnen. Die Demonstrationen auf der Straße richten sich vor allem gegen Rechtsextremismus. Jetzt ist Thüringen ein echter Sonderfall. Bei Ihnen kann es passieren, dass im dritten Wahlgang ein Rechtsextremist gewählt wird, wenn es hart auf hart kommt. Denn im dritten Wahlgang braucht bei Ihnen in Thüringen jemand, der Ministerpräsident werden möchte, nur noch die einfache Mehrheit. Sie könnten das verhindern, wenn Sie sich unter anderem mit den Linken vorher über einen Gegenkandidaten für den Ernstfall verständigen. Wären Sie dazu bereit? Frau Banerjee, ich will genau das verhindern und deswegen habe ich auch schon öffentlich gesagt, dass die CDU im dritten Wahlgang auf jeden Fall kandidieren wird und damit die Chance eben auch steigert, dass das nicht passieren wird. Das Wichtige ist allerdings, dass wir auch klar sind in der Frage, mit welchen Themen wir die AfD stellen. Ich bin derjenige, der Björn Höcke rausgefordert hat und gesagt hat, jemand, der Europa, der die EU sterben sehen will, der ist eine Gefahr für den Wohlstand und die Wirtschaft in unserem Land. Und diese sachliche Auseinandersetzung mit aller Härte vorgetragen, die führt am Ende dazu, dass Menschen uns das Vertrauen schenken werden. Und nur so wird es funktionieren. Sagt der CDU-Landesvorsitzende in Thüringen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Frau Banerjee, schönen Dank, schönen Abend.